Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge vom Arsch. Rüdenmarsch, Version 2.1. Die Kühe müssen sofort versorgt werden. Die haben nämlich kein Futter mehr. Und die Schweine auch. Das heißt Gas geben. Gas geben, Lenkrad. Bei dem vorprüfen müssen. Machen wir ganz kurz. Dauert nicht lange. Das ist mit einem blöden Treiber. Das ist immer schlimm. Aber es geht relativ zügig. Ich habe doch wieder auf umgestellt auf Standardwerte, also im Prinzip zurückgesetzt. Dann reagiert das ziemlich zügig. Ansonsten kann sowas dauern, ne? Ein paar Sekündchen. Aber ohne Lenkrad kannst du ja nicht fahren, ne? Beziehungsweise ungewohnt. Wir wollen Bestration haben. Warum dringend? Werden wir gleich mal Beistelle ein bisschen was geben, hier die Hälfte. Damit die immer erstmal versorgt sind. Sonst ist das ärgerlich. Ne? Wenn Tiere sterben, deswegen ist blöd. Zumal jetzt durch das Geburt sicherlich noch mehr Kälber, die das Futter ja eh auf Null setzt, ne? Komplett. Aber gestern war noch genug da. Ja, ich habe den Anhänger, den ich genutzt habe, der Problem, wo ich glaube, er macht verursacht Probleme. Bin mir ziemlich sicher, dass er das ist, der Hänger, ne? Den habe ich erstmal deaktiviert komplett. Und hoffe mal, dass ich da heute keine Schwierigkeit bekomme. Des Weiteren. Und wenn das nicht, dann weiß ich auch nicht. So. Kurz aussteigen, Wasser geben. Obwohl der Hänger leer wird, dabei ist auch egal. Naja, das funktioniert. Ging letztes Mal nämlich nicht. Konnte mit Ära nichts anfangen, da war nichts los. Na, ist leer. Ist ja egal. Wir fahren gleich durch zum nächsten. Ja, Futter holen und zum nächsten Stall, ne? Und dann können wir nachher in aller Ruhe den Rest geben. Futter ist immer wichtig. Und Wasser. Wird dann hier noch Schweinefutter geben, also machen wir auch gleich. Also erstmal noch den einen Stall, den zweiten Stall. Und da wäre die automatische Fütterung nicht schlecht, ne? Mal sehen, ob ich das jetzt machen werde oder so. Das kostet ja auch wieder einen Haufen Geld, ne? Und das war ja so nicht eingeplant. Und dann müssen wir gleich Wasserversorgung für unsere Brauerei wieder aufnehmen. Und den Milchtransport wieder fahren lassen, ne? Und Stroh Richtung globalen Markt. Habe ich ja nun aktiviert normalerweise. Aber erstmal Tiere versorgen. Das ist ganz wichtig. So, gleich mal hier rein donnern. Enger abkippen und gleich Wasser geben. Wasser haben sie, glaube ich, noch gehabt. Ja, ist noch was da, aber da ist ja auch mit Pumpe, ne? Also notfalls geht da was was rein. So. Milchhof ist jetzt, der eine ist versorgt, der zweite ist zur Hälfte. Gut, Gras wäre ja auch noch, obwohl Winter nicht Gras, ne? So also eine Sache, ne? So, Schweinestall. Da ist keine Pumpe, ne? Da muss ich ja sofort hin, ne? Gut, den Rest kippen wir in den Nachbarstall rein. Oder ins Lager. Das machen wir mal ein Lager, wir fahren dann mit Vollanhänger rein. Stroh machen wir in aller Ruhe, wenn wir jetzt gefüttert haben. Schweinefutter ist unser Hauptlager. Das werden wir gleich mal was reinkippen. Also holen sofort. So. Beschreibung nicht.
müssen zurückfahren. Wir brauchen Schweinefutter. Saatgut, Zuckerrüben, Mais haben wir noch genug da. Boah, haben wir Gerste. Oh, was Weizen. Da muss die Brauerei, da muss ich auch noch einen Kurs einstellen. Tabak, Zikale. Hopfen ist nicht mehr viel, aber gut. Das kann ich leider nicht kaufen. Höchstens ja, bei der Brauerei kann man es kaufen zur Not, ne? Also da überlege ich mir mal was zu kaufen. Und das wenigstens bei der B produzieren können, ne? Dass wir unsere Gerste und Weizen zu Geld machen können. Darum geht es zwar ja, ne? So, auf zum zu den Schweinen. Werde ich später mal diese Station verkaufen hier, Schweinefutterkauf. Und bei den Schweinen eine Futterfabrik aufbauen, also so eine für Schweinefutter. Aktuell auf 1, solange, ja gut, ich werde näher auf 5 einstellen, sobald wir die Tiere Futter gegeben haben, also alle im Prinzip ihr Futter kriegen, ne? Möchte nicht, dass die fangen. Ansonsten gehen wir im Winterende entgegen und da kommt der Frühling. Frühling heißt aber auch Unkrautbekämpfung und wahrscheinlich Futter. Und wahrscheinlich Düngen. Wenn wir vorwegnehmen. Das ist das Schöne, jetzt haben wir beide hier. Dann brauchen wir nicht mehr separat suchen. Dann kann man gleich Wasser aufdrehen. Ja, da ist er noch. Schnell Schweine putzen. Das hier der Stall für unsere Muttersauen oder Tiere. Und der Nachbarstall ist ja der Stall für die Aufzucht der Erwachsenen. Wissen wir es da. Gehen wir gleich mal wieder, wenn mal Grundversorgung da ist. Rüber. Da liegt ein bisschen mehr Dreck. Schätze ich mal. Oder kann mir auch täuschen. Das ist ja zum Glück nur Futter. Ja, sogar mehr, stimmt sogar. So, fahren wir gleich wieder rein im Stall. Das mal links, weil da der Wasserhahn ist. Warum weit laufen, ne? Aufsteigen. So, rüber. So, jetzt haben sie alle Wasser. Ich wollte gerade laufen mit dem Gaspedal. So, jetzt gibt es einen Restfutter. Dann denke früher, LPG-Stall, da war der Schrot in der großen, naja, wurde abgekippt und dann wurde mit der Schaufel das Zeug in eine Schubkarre und dann hast du das Zeug zu den Tieren gefahren, ne? Also ein Trock. Da hast du so eine ganze Ladung mehr oder weniger in den Stall reingebracht, ne? Alles händisch. Also im großen Stall damals haben sie zu dritt so einen Wagen gezogen. Also so ein Vierachser-Prinzip, ne? So ein kleiner mit festen Rädern, also ohne Luft, glaube ich sogar. Da haben die das alles per Hand gemacht, also eine Heidenarbeit gewesen. Haben alles Frauen gemacht. Im Silo, wo das gelassen wurde, war es nicht der Fall, ne? Natürlich haben auch die Ratten davon gut gelebt, ne?
So, wir haben noch silage Ballen da, Mensch. Ja gut, werden wir wahrscheinlich brauchen, ne? Das kippt man wieder ins Lager rein. Und dann gleich Mischfutter holen für unsere Kühe, ne? Im ersten Stall. Ja, heute ist Donnerstag bei mir. Ich will noch zwei, drei Folgen aufnehmen fürs Wochenende. Also am Freitag nach dem Livestream, der jetzt Vergangenheit wäre, ist da noch Turing aufnehmen will, muss ich gar nicht noch mit der Marsch beschäftigen. Wir machen den meistens später, meistens Sonntag im normalen Rhythmus. Ne? Jetzt, wo ich zu Hause bin, ist das nicht ganz so dramatisch. Aber trotzdem muss ich da ein bisschen voraufnehmen. Ne? So drei, vier Folgen meistens. Oh. Aber das mit dem Umbau des Stalls für die Schweine, das ist schon Ersparnis von der Zeit her, also deutlich. Also im Prinzip schaffe ich das in einer Folge, ne? Sonst habe ich immer meistens zwei Folgen gebraucht. Zeitlich gesehen. Jetzt können wir auch 5 einstellen. Von der Geschwindigkeit. Das war der Pfosten und Tür. Tür ist ja keine. Das läuft noch. Muss ich mal gucken, was die Tiere gebraucht haben. Ich glaube sehr viel. Schweine sind versorgt, außer mit Stroh, ist klar. Da ist auch versorgt. Wasser, klar. Wie gesagt, 28 Kälber, die müssen umgestaltet werden. Aber nicht heute. Das machen wir, wenn ein paar mehr sind. Ne? Oh, noch alle weg? Vielleicht noch einmal was vor. Übrigens, das können wir gleich mal in die anderen Gang bringen. Ne? Wenn wir uns mal frei gekämpft haben hier. Das ist nämlich typisch. Habe ich festgefahren. So, mal durchschalten. Irgendwo war ein Fahrzeug mit Wasser. Das muss mit Milch gewesen sein. Ich würde ja gleich meckern. Steht jemand im Weg. Was ist das? Futter. Das ist der Stroh. Der muss auffahren. Bäume schon gewachsen. Mechanhänger, der große. Das ist der Wasseranhänger. Die Brauerei, denn die Brauerei braucht auch Wasser, ne? Das ist das Ganze. Kann nämlich die Säule schön hoch sein. Geht's. Kann doch immer fahren nebenbei, ne? So. Jetzt muss ich zurück zum Futterfahrzeug, bevor der andere kommt. So. Ein bisschen freikämpfen. Wo wir starken Bauer haben, ne? Dann sieht nämlich schlecht aus. So. Mal eine Ladung Futter holen. Und dann kann die Mischfabrik wieder 2 Tage arbeiten. In aller Ruhe. Hauptsache kriegt nicht morgen die Meldung, Tiere gestorben wegen Futterknappheit. Also das wäre schlecht. Aber dann wäre das so, ne? Dann wäre es ärgerlich, aber gut. Nichts zu ändern. Ah, da ist er auch nicht schon da.
Und dann gucken wir gleich mal globalen Markt nach. Also wenn jetzt der Anhänger noch aktiv gewesen wäre, ich habe zwar leicht gekauft, ne, aber dann, sobald man das Fahrzeug einsteigt und, weiß ich, startet, keine Ahnung. Jedenfalls, den Augenblick ist die Funktion vom globalen Markt dann weg, ne. Also ganz schlecht. Also allgemein die R-Taste, ne. Oh. Gibt's noch einen anderen Grund außer R? Ach nee. Was habe ich gemacht? Geht nicht. Mach kein Mist. 15. Ich weiß auch nicht jetzt genau. Dann nichts gemacht. Geht nicht. Das muss einen anderen Grund geben. Aber da hat sie funktioniert, der Taste. Mal sehen. Na gut, dann mal Futter geben und gleich mal noch neu starten. Wer weiß, was das reden, was ist. Ich weiß es nicht. Dann ist es da noch. Dann lag es nicht am Anhänger, oder? Muss ich schauen. Sehr und Flower nicht gut, ne? Denn die Erdtaste ist ja wichtig. Wir geben mal Futter und dann mal sehen, wir eine kurze Unterbrechung kommt jetzt sowieso. Anführungszeichen. Und dann kann ich kurz mal testen. Ist ja eigentlich voll, ne? Deswegen geht da jetzt nichts. Ja. Der ist auch voll. Stroh. Stroh können wir jetzt einmal testen. Das funktioniert. Bin ich total. Ja. Ja, verärgert kann man jetzt nicht sagen, aber ratlos. Gibt's doch gar nicht, ne? Normalerweise. Den Rest kippen wir hier rein, wir brauchen nämlich Platz für Strom. Das funktioniert ja noch. Ja, das ist ein bisschen komisch. Überladen abbrechen geht. Mal sehen, was anzeigt im Lager. Mal schauen. Müsste hier die R-Taste anzeigen. Das geht. Oder ist der globale Markt nicht aktiviert? Ich kann mir ganz kurz beim Hochladen, beim Hochfahren aktiviert. Also kann sein, dass nicht aktiviert ist. Ich glaube schon. Müsste ein, also hier runter. So. Das funktioniert. So, so ein Show, das soll es denn für heute mal gewesen sein, für die heutige Folge. Ich wünsche allen schönen Rest Samstag. Bei mir kommt gerade ein Gewitter auf, sehe oder sehe. Ich sage mal tschüss und ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen, fürs Liken und fürs Abonnieren. Für eine andere macht es ja vielleicht, ne? Würde mich freuen. Dann sagen wir tschüss. Normal, winke, winke. Bis dann. Tschüss.